Willkommen hier zu einem neuen Video. Ich bin der Dan und beschäftige mich intensiv mit Pen & Paper Rollenspielen. Und wir gehen heute mal an die Wahl des Rollenspielsystems. Egal, ob du Spielleiter bist oder Spieler in deiner ersten Runde, man sollte sich schon überlegen, was erwartet mich in einem Rollenspielsystem. Und da gibt es natürlich einen Haufen Zeug, gerade jetzt, wo man online spielen kann und ganz, ganz viele Spieler und Runden online finden kann. Das erfährst du in diesem Video, also die Orientierung dazu. Ja, die Wahl des Systems, die Qual der Wahl. Es gibt mittlerweile einen sehr, sehr gut ausgebauten Rollenspielmarkt. Einige dieser fantastischen Abenteuersysteme und Kampagnen oder Quellenbände kannst du auch auf meinem Webshop kaufen, www.dance-abenteuerwelt.de, in dem ich für dich eine handverlesene Kollektion vorbereitet habe. Aber was nehme ich denn jetzt? Ich stelle erstmal so ein paar grundlegende Spielarten vor. Die gehen oft auch noch ineinander über. Es ist ähnlich wie bei der Musik. Ja, man hat immer Einflüsse von diesem und von jenem. Also man kann es nicht so ganz exakt trennen, aber es gibt so eine gewisse Richtung, die man dann auf jeden Fall doch einschlagen kann. Also als erstes würde ich gehe jetzt so ein bisschen nach der Regel Schwere von oben nach unten. Wir fangen ganz leicht an und gehen dann mal runter in den Keller. Ja, da wo es richtig, da wo die Experten sind, ja, wo Tüftler sind. Fangen wir an, Erzählspiele. Ich nenne jetzt ein paar, unter anderem Scherbenfresser zum Beispiel. Kannst du auch bei mir im Webshop kaufen. Es gibt Siebte See oder Ten Candles oder Fate. Das sind Spiele, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie sehr wenige Regeln haben, sehr stark über erzählerische Sachen funktionieren und dieser Würfelmechanismus oder irgendein Mechanismus, der ein bisschen Zufall ins Spiel bekommt, ist relativ im Hintergrund und da steht eher das Erzählen von Geschichten und das gemeinsame Erleben von Geschichten im Vordergrund als knallharte Würfelproben. Ja, es ist oft sehr frei, es gibt sie teilweise auch spielleiterlos, teilweise auch mit Variationen, man kann es mit und man kann es ohne Spielleiter spielen und sind halt, wie gesagt, fast regellos. Diese Spiele kommen extrovertierten Spielern sehr entgegen, die einfach Bock haben, ihre Kreativität zu nutzen, ihre erzählerische Fantasie auszuleben. Und das ist überhaupt nichts für Leute, die gerne tüfteln, die gerne gucken, was nehme ich für einen Zauber, wie kann ich das kombinieren, wie funktionieren jetzt irgendwelche Fertigkeiten im Kampf, was bringt mir das, wenn ich einen Speer nehme, habe ich da taktische Vorteile auf der Battlemap und so weiter. Da gibt es in der Regel bei Erzählspielen gibt's keine Battlemaps und Karten oder so. Das ist alles erzählerisch. Es ist dafür aber auch sehr variabel. Der Spielleiter kann schnell Dinge einfach reinbringen. Ja, wenn sie ihm in den Kopf kommt, bringt er sie rein. Er muss keine Karten vorbereiten. Er braucht keine großen Monsterwerte. Ja, das ist meistens auch sehr, sehr einfach geregelt. Und das kann er dann ganz, ganz schnell auch improvisiert mit einfließen lassen. Also das sind so die erzählerischen oder die Erzählspiele. Ja, dann gibt es die, noch eine Sache, genau, diese Spiele haben, das habe ich eben nur mal kurz angerissen, die haben keinen Halt für unerfahrene Spieler, weil Spieler, die jetzt erstmal Halt suchen und vielleicht irgendwie in Fertigkeiten oder ein Regelkonstrukt oder irgendwas, die freuen sich, dann wissen sie, okay, das kann ich machen und das kann ich nicht machen. Und wenn man alle Freiheiten hat, habe ich schon öfter erlebt, dass Spieler dann erstmal gar nicht wissen, ja, was soll ich denn machen? Was kann ich denn machen? Was darf ich denn machen? Und da kann man die Spieler oder muss man die Spieler dann erstmal hinbringen, zu sagen, ihr könnt alles machen. Ja, müssen wir mal gucken, was dabei rauskommt. Ja, also das ist auch für Spieler dann eine Herausforderung unter Umständen. Dann gibt es so ein bisschen die Universalsysteme, die habe ich jetzt auch nochmal so separat genannt, weil sie eine spezielle Art von Spielen sind, meiner Meinung nach, denn sie tanzen ja auf allen Baustellen. Diese Universalspiele, die müssen Fantasy abbilden können, die müssen aber auch Steampunk abbilden können, die müssen auch Horror abbilden können. Ob sie es jetzt alle können oder nicht, ist eine andere Sache.
aber die müssen auch Sci-Fi oder die müssen für alles, was ihr euch vorstellt, müssen die einfach funktionieren. Da gibt es dann solche Spiele wie How to be a Hero, ganz prominent auf diesem Kanal, auch viele Videos dazu und es ist natürlich auch gratis zum Runterladen, fantastisch. Es gibt Savage Worlds, ja, das auf jeden Fall so eine Mischform ist zwischen, also es ist natürlich, es sind alles Mischformen. Es ist sehr universal und es ist aber auch eins, was im nächsten Step kommt, wenn wir gleich sehen. Auch Fate würde ich hier dazu packen, weil Fate universal ist. Katze, bitte unterlassen Sie das. Dies ist fantastisch. Wenn ich hier loslege, dann legen die auch los. Ja, es ist eine Arbeitsteilung in diesem Katzenhaus. Ja. Savage Worlds, auch Fate, weil Fate ist komplett universal, da könnt ihr ja auch alles mitmachen, aber es ist auch natürlich ein Erzählspiel. Oder Fabula von den Alrix kann ich da nennen. Die sind oft relativ regelleicht, ja, nicht so leicht wie Erzählspiele, aber doch regelleicht, um einfach diese Varianz zu bieten. Ihr müsst damit Magie abbilden, ihr müsst damit Technik abbilden, ihr müsst damit Macht bei Star Wars abbilden, ihr müsst oder könnt damit alles Mögliche abbilden. Und deswegen sind oft die Systeme relativ übersichtlich und die eignen sich sehr, sehr stark dafür, wenn ihr One-Shots macht. Das kann man ganz stark bei den Rocket Beans sehen. Hauke hat angefangen zum Beispiel mit seinem Zombie-Setting Tears, hat da sein eigenes Homebrew-System gemacht, wo man Dinge aus DSA erkennen kann und aus Cthulhu und auch noch aus diversen anderen Rollenspielen. Und dieses System ist einfach zu sperrig. Das war genau auf Tiers angepasst und so weiter. Das konnte man nicht so gut universal einsetzen. Und dann kam er halt mit How to be a Hero um die Ecke. Und für diese One-Shots, wo sie dann auf einmal irgendwie in einem viktorianischen Setting spielen oder mal im Space oder mal was auch immer wo, das war dann dafür einfach viel, viel besser geeignet. So, kurze Katzenpause hier eingelegt, aber an dieser Stelle, wenn du Bock hast auf Pen & Paper, Rollenspiele, auf neue Adventure-Abenteuer oder auf Midgard 1880 oder auf Oldschool-Abenteuer, dann schau doch mal in meinem Webshop vorbei, www.dance-abenteuerwelt.de, da findest du einen Haufen Zeug und auch für deine Online-Runden teilweise Battlemaps gratis, ja, zum direkten Losspielen. Die Katzen rasten komplett aus, ich weiß nicht, was hier los ist. Wie immer, ich weiß nie, was hier los ist. Diese beiden Chefs. Okay, nach den Erzählspielen und diesen Universalspielen möchte ich dir jetzt noch... Diese beiden, diese Erzählspiele und Universalspiele zeichnen sich auch dadurch aus, dass dort die Charaktere oft Heldencharaktere sind. Das heißt, sie sind stärkere, sie sind schon übermenschlich starke Charaktere, um einfach in einem Rollenspielsetting eine Rolle zu spielen. Ja. Und jetzt kommen wir zu einem anderen Art von Ansatz. Das sind langsamere Systeme, der Aufstieg ist nicht sehr schnell. Das sind die sogenannten, so wie ich sie nenne, Entwicklungssysteme. Dazu gehört Dungeons & Dragons in der 5. Edition so ein bisschen, Midgard, DSA, aber auch Savage Worlds, ja, weil man dort einen Charakter entwickeln kann. Bei Savage Worlds geht es schneller als bei Midgard, aber es ist so ein Ding, wir spielen eine Heldenreise vom Bauer zum Held. Ja, diese Systeme zeichnen sich dadurch aus, dass sie oft sehr, sehr viele Regeln haben für Kampf, für Fertigkeiten. Die Charaktererstellung ist sehr flexibel, variabel. Die Charaktere sind auch sehr, sehr vielfältig. Man kann ganz viele verschiedene Sachen spielen, ganz viele Völker und so weiter. Und es gibt immer eine sehr, sehr große Anzahl an Gegenständen, an Zaubern, an Bewegungsregeln und so weiter und so fort. Ja, damit ihr immer irgendwas habt, um euch zu verbessern über eine lange epische Zeit. Also Herr der Ringe funktioniert besser in einem dieser Entwicklungsrollenspiele und eine Folge Star Trek oder eine Folge Young Indiana Jones, keine Ahnung, wie ich da jetzt drauf komme, funktionieren halt besser in diesen Universalsystemen oder in diesen einfachen Systemen. Und dann gibt es natürlich noch die krasse Simulationsrollenspiele-Geschichte und das wären Sachen wie Rollmaster. Also wenn ihr mal wirklich richtig krass einen Kampf simulieren wollt, mit verschiedenen Rüstungen, mit verschiedenen Waffen, die unterschiedlich wirken auf unterschiedliche Rüstungen, mit verschiedenen Stärken und so weiter, mit Bewegung, die so und so viel eure Runde einschränken und so weiter, dann schaut euch mal Rollmaster an. Das ist auch ein Urgestein der Rollenspiele und
Da findet ihr auf meinem Kanal viele tolle Sachen und ich sag euch, wie es ist, auch wenn ihr es vielleicht niemals spielen würdet, es ist einfach fantastisch zu sehen, wie das alles bei Rollmaster funktioniert. Und da habe ich auch eine schöne Reaction für euch. Einfach mal auf meinem Kanal schauen, falls ich es vergesse, unter das Video zu packen. Und die heißt Rollmaster Reaction, ja, eine Kampfrunde in Rollmaster. Und da gehen wir zusammen von einem Spielleiter erklärt diese Kampfrunden durch und ich teile euch meine Eindrücke mit. Das war eine Vielzahl von Rollenspielen. Es gibt natürlich noch viele, viele mehr, viele Variationen. Es ist wie mit allem. Jeder nimmt sich das, was er am liebsten hat. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen eine Richtung zeigen. Und wenn du Fragen hast zum Thema Pen and Paper Rollenspielen, dann packt das alles immer unter das Video in die Kommentare. Dort wird es von mir oder von jemand anderem von den Zuschauern gerne beantwortet. Und ja, ich sage an dieser Stelle viel Spaß beim Spielen. Und jetzt werden erstmal die Katzen gejagt. Ja, darauf.